So, wenn wir jetzt also von Porträtfotografie oder Foto- und Porträtvideografie sprechen wollten, dann ist natürlich erstmal die Frage, was ist ein Porträt? Da gehen aus meiner Sicht die Meinungen oder das, was man so zu sehen bekommt, ziemlich stark auseinander. Also sollte man vielleicht mal überlegen, wie definieren wir eigentlich ein Porträt? Ist das, was jetzt hier geschieht, ein Porträt? Kann man das so bezeichnen? Ja, kann man. Warum? Komme ich später drauf. Aber es gibt eine ganze Menge Sachen, die man draußen sieht, die eben kein Porträt ist. Viele denken, glaube ich, dass wenn ein Mensch oder eine Person auf einem Bild oder Video erscheint, dass es sich um Porträt handelt. Da würde ich jetzt erstmal widersprechen, weil eigentlich ist ein Porträt immer nicht nur die Person an sich, sondern es ist auch im Prinzip die Persönlichkeit der Person. Also die Person sozusagen zu beschreiben. Also worum handelt es sich, wer ist das, was ist das für ein Typus und so weiter und so fort. Und das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, den ich so immer sehe, ist natürlich, wofür wird diese Aufnahme gemacht. Ein Porträt ist eben für die Person. Es geht um die Person und nichts anderes. Geht es dann um Produkte? Also geht es um Beauty, sprich Make-up? Geht es um Kleidung, sprich Fashion? Nein, natürlich geht es in dem Porträt nicht um Kommerzialisierung. Und das ist eben einer der entscheidenden Punkte, wie man es auch auseinanderhalten kann zu vielen, was man so sieht. Also geht es um die Person. So, wenn ich eine Person entsprechend darstellen will, ist natürlich die Frage, wie stelle ich sie dar? Und da gibt es zwei Wege. Der erste Weg ist, ich konzentriere mich auf die Person selbst. Und wenn ich das machen möchte, was macht ein Mensch aus? Denn es ist in erster Linie natürlich das Gesicht, der Kopf, sein Ausdruck, was er mir entsprechend rüberbringt. Teile des Körpers gehören natürlich entsprechend dazu. Aber irgendwo ist so eine gewisse Grenze erreicht, wo ja, die Person im Bild nicht mehr ja, das Hauptelement darstellt. Das heißt, umso weniger ich von der Person, Kopf und so weiter im Foto entsprechend sehe, umso mehr rutsche ich natürlich in einen Bereich rein, den ich in gewissen Bereichen zum Beispiel als Pseudo-Porträt oder in dem ich mehr als Pseudo-Fashion entsprechend bezeichnen würde. Das heißt zum Beispiel, wenn ich in den Ganzkörperbereich reingehe, dann habe ich natürlich einen sehr großen Anteil der, ich sag mal, zwar Körpermerkmale, aber auch sehr großen Anteil von Dingen, die eigentlich von der Person ablenken, das ist zum Beispiel auch ihre Kleidung. So, also wo ist im Prinzip jetzt hier in diesem Bild jetzt ganz gut zu sehen der Unterschied zwischen Porträt und einem Fashion-Aufnahme? Und der Unterschied hier ist eigentlich nur ein einziger, das ist nämlich die Nutzung des Bildes. Dann wird dieses Bild für Vermarktung benutzt, ist es Fashion? Wird es für, ja, eben für die Person selbst benutzt, kann man vom Porträt reden. Ich persönlich halte aber viel mehr von Porträts in dem Sinne, wo ich alles ausblende, was von der Person ablenkt. Und das mache ich in der Hinsicht, dass ich ja, sehr stark auf Make-up und so weiter bei Frauen entsprechend verzichte, dass ich auf die Darstellung, ja, der Kleidung und so weiter so weit wie möglich verzichte und mich auf die entsprechende Person konzentriere. Und das erreiche ich am besten, wenn ich wirklich zwei Dinge mache, und zwar mit entsprechenden technischen Mitteln, also zum Beispiel Brennweite, mich konzentriere auf zwei entsprechende Bereiche. Das ist einmal der Kopf, da spricht man international auch gerne vom Headshot. Die Headshots gehen normalerweise von der Schulterlinie bis maximal, ne, Stirnhöhe, beziehungsweise wenn man die Haare mit reinnimmt, Kopfhöhe. Und das ist die intensivste Möglichkeit, eine Person darzustellen, also in Richtung Porträt zu gehen. Wenn ich auf entsprechende Sachen wie starkes Make-up und so weiter verzichte. Weil dann, wenn ich das mache, dann komme ich automatisch in einen Bereich rein, den man als Beauty bezeichnen würde, nämlich in Richtung Vermarktung von Kosmetika und so weiter. So, und das Zweite ist natürlich, ich gehe ein bisschen weiter hoch, das heißt, ich fange an,
und gehe bis zum Beispiel zur Hüftlinie maximal. Das hat man früher mal als Brustbild bezeichnet. Der Begriff ist Gott sei Dank ein bisschen verschwunden, weil er auch ein bisschen komisch klingt und ja auch nicht so entsprechend positiv ist. Also ich würde im Prinzip eben bis zur Hüftlinie gehen maximal, weil dann habe ich zwar einen Teil der Kleidung auf dem Bild, okay, je nachdem, wie ich es entsprechend mache, recht wenig sogar. Es kommt immer ganz drauf an von der Aufnahmetechnik her. Aber ich bin immer noch im Bereich der Person und nicht im Bereich, ich sage mal, Pseudo-Fashion, also entsprechende Vermarktung von Kleidungsstücken und dergleichen. Da kann ich mich ganz gut entsprechend abgrenzen. So, und dann kommen wir in den Bereich rein, der dritte Bereich des Porträts, ja, wo wir gerade sozusagen die Situation haben. Das heißt, ich zeige nicht nur die Person, also nicht nur Kopf. Bei mir ist jetzt einmal in der Hinsicht schon Porträt, sondern ich zeige auch im Prinzip die Umgebung. Es kommt ein englischer Begriff, mit dem ich immer so Zungenbrecher kämpfe: Environmental Portrait. Das ist der Begriff dafür. Was bedeutet das? Das heißt, ich zeige, um die Person zu charakterisieren, sie nicht nur als Mensch in der Form, sondern ich zeige sie in ihrer Umgebung. Also jetzt hier in diesem Fall in meinem Arbeitsplatz, wo ich im Prinzip entsprechend die Bilder bzw. Videos bearbeite und man sieht die Umgebung mit drin. Das ist sowas. Wird sehr oft auch gemacht bei zum Beispiel Handwerker zu zeigen an der Werkbank, Maler an der Staffelei zu zeigen und so weiter und so fort. Also grob gesagt, es gibt drei Elemente des Porträts oder was ein Porträt ausmacht. Das ist erstmal nicht kommerziell, sondern im Prinzip nur die Person. Und das Ausblenden von möglichst viel ablenkenden Dingen, die also sozusagen für die Person nicht relevant sind. Zum Beispiel entsprechende Kleidung mit entsprechenden Brands und dergleichen. So, das sind die Bereiche, wie man es abgrenzen kann. Denn man muss jetzt überlegen, es gibt nur einen Bereich, den ich bis jetzt ein bisschen außen vor gelassen habe. Das geht so in die Erotik rein. Ist im Prinzip ein Aktenporträt. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten. Weil natürlich ist wirklich keine Kleidung vorhanden, nichts, was entsprechend ablenkt. Aber was dort ablenkt, ist ja bei vielen Bildern, die ihr so seht, eigentlich der Körper von der Person. Das heißt, geht es da noch um die Person, die Persönlichkeit oder geht es einfach nur um den Body? Und da muss man natürlich ganz klar sagen, da sind verschwimmende Bereiche. Und wenn man das entsprechend ein bisschen erotisch machen, da gibt es einen Bereich, der nennt sich Sensual Portrait, also sinnliches Porträt, wo die Person in einem sinnlichen Zusammenhang gezeigt wird. Mache ich auch sehr oft. Aber das ist schon eine Grauzone, ob man das noch als Porträt entsprechend betrachten kann oder nicht. Aber ich würde eben den Akt in der Form grundsätzlich erstmal vom Porträt entsprechend streichen. Das ist ein Bereich für sich und sollte auch entsprechend, ja, entsprechend separat betrachtet werden. Wie gesagt, sensual, also sinnlich, ist ein bisschen Grauzone, aber Akt ist definitiv für mich kein Porträt mehr. So, das habe ich jetzt mal gemacht, weil ich in vielen Videos natürlich auf das Thema eingehe und ohne dieses Hintergrundwissen wahrscheinlich dann ein bisschen Probleme hat zu verstehen, warum ich die eine oder andere Sache mache, beziehungsweise das eine oder andere entsprechend ablehne. Thank you.